Ja, herzlich willkommen beim nächsten Video. Ich wollte jetzt nochmal die Roomtour updaten. Ich habe ja vor einem halben Jahr schon ein Video hochgeladen, da war das Zimmer aber halb leer. Und ja, jetzt bin ich größtenteils fertig und wollte das nochmal zeigen. Okay, letztes Mal stand ja eigentlich nur der Schrank und der Schreibtisch da. Ich weiß gar nicht, ob die Lichttechnik da schon stand, aber wir fangen mal mit der Seite an. Diese Trennwände standen ja letztes Mal im Raum, als ich es gezeigt habe. Und die waren eigentlich dafür da, den Schall wegzunehmen. Jetzt schallt es ein bisschen weniger in dem Raum, weil jetzt hier ein bisschen mehr drin steht. Aber wenn ich jetzt auf Udemy die Videos aufnehme, dann lasse ich die immer noch stehen, weil man dann ja, einerseits einen besseren Sound hat und man sieht den ganzen Kram hier nicht, der nichts mit Udemy zu tun hat. Jetzt könnte man sich fragen, warum habe ich jetzt so viel Lego-Zeug? Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich fand es halt ganz nett. Und wurde auch gefragt, warum ich so wenig von Herr der Ringe habe und nur was von Star Wars und Harry Potter. Dazu kann ich nur sagen, das ist halt meine Präferenz. Ja, an sich habe ich jetzt hier einfach noch ein Kallax-Regal. Wie jeder möchte gerne YouTuber sich so ein Kallax-Regal in den Hintergrund stellen und sich das mit irgendwas vollklatscht. Immerhin habe ich hier nicht meine eigenen Werbeprodukte drin stehen, wie bei manchen anderen YouTubern, sondern alles, was ich mir gekauft habe hier oben. Wäre das halt die komplette Lego Harry Potter Serie, die man aneinander bauen kann. Also das sind eigentlich 4 verschiedene Sets. Die große Halle endet entweder hier oder hier, bin mir gar nicht sicher. Dann gibt es hier die Peitschende Weide, den Uhrenturm und den Astronomieturm. Das ist auch alles, was man da bis jetzt kaufen kann. Ansonsten habe ich hier, weiß nicht, noch ein paar Star Wars Sachen, Harry Potter Sachen. Dass der Schrank nicht so leer aussieht, beziehungsweise ich musste dadurch irgendwas mein Zimmer füllen. Und ja, hier unten ein paar Figuren, dass das nicht so leer aussieht. Der Lego, das fällt immer um, weil der irgendwie einen komischen Schwerpunkt hat. Was letztes Mal noch auf dem anderen Schrank stand, ist jetzt hier der Q8 und ich hatte mir jetzt noch so einen kleinen A1 in Miniatur geholt, weil ich den jetzt selber habe. Also ich habe den in schwarz und nicht in gelb, also in echt, das Auto. Dann, der Schrank stand hier schon länger, dann war das immer noch relativ leer. Also stellt euch vor, hier würde nur der Schrank stehen. Das sieht ja immer noch blöd aus, dann habe ich mir das... Also das Bild war eigentlich woanders in der Wohnung, ich habe mir dann ein anderes geholt, wo es vorher war und das ist jetzt hier aufgehangen. Plus einen Stuhl einfach hingesetzt, das ist jetzt nicht so, als würde ich einen Stuhl auch benutzen. Aber ich fand, der hat jetzt hier noch relativ gut reingepasst, also der ist mehr dafür da, dass man, sag ich mal, den Raum ausfüllt. Also mehr optisch. Dann wieder ein Kallax-Regal, weil ich ja kein Geld habe. Und dann kommt jetzt hier das eigentlich Wichtige. Da hat sich jetzt nicht ganz so viel geändert beim PC. Ich weiß nicht, ob das Wichtige letztes Mal schon stand. Das ist, wenn ich aufnehme, dass die Beleuchtung okay ist. Weil sonst, selbst wenn das relativ hell im Raum ist, sieht das dann so aus, als wäre das total dunkel. Als würde ich in einem Raum sitzen, wo kein Licht an wäre. Und mit so einer, mit so einer Softbox heißt das ja, glaube ich, kann man eigentlich so Tageslicht ganz gut nachmachen, weil das dann, weiß ich nicht, 1000 Lumen hat oder so. Eine normale Glühbirne hat irgendwie, ich habe keine Ahnung, deutlich weniger Lumen. Dann fangen wir mit dem PC an. Was mehr oder weniger gleich geblieben ist, ist das Mikrofon. Das hängt jetzt hier schräg drauf und nicht, weil ich da gerade irgendwie was kaputt gemacht habe oder so, sondern ich habe mich halt ein bisschen erkundigt, wir wollten eigentlich ein neues Mikrofon holen. Aber dann hatten da ein paar Leute gesagt, wenn man das schräg aufhängt und wenn man dann wirklich direkt gerade drauf sprechen würde, dass das Mikrofon viel weniger Schall im Raum aufnehmen würde, das ist auch wirklich so der Fall. Also vorher hatte ich es einfach senkrecht stehen. Da war einfach das Problem, da stand ja so senkrecht und wenn ich jetzt nach da rede, dann prallt der Schall gegen die Wand ab und geht nochmal hinten ins Mikro rein. Aber wenn ich jetzt so rede, dann würde maximal der Schall von hier unten abprallen und das ist nicht so ein weiter Weg, das heißt, den hört man nicht so sehr, den Schall. Was ich mir da jetzt gestern neu geholt habe, deswegen mache ich das Video jetzt auch, also nicht, weil ich jetzt einen neuen Mikrofonarm geholt habe, aber weil das Zimmer jetzt erstmal fertig ist, ist dieser Mikrofonarm von Rode jetzt hier. Der kostet 80 Euro, den hat so gut wie jeder eigentlich. Da muss man auch kein Rode-Mikrofon für haben. Das ist eigentlich so der stabilste und beste Mikrofonarm, den man in dem Preisbereich sich holen kann. Also das ist jetzt der Rode Mikrofonarm PSA1 müsste der heißen. Das Mikrofon ist das Rode NT-USB.
Also noch ein USB-Mikrofon, wo man jetzt keine externe Hardware nochmal braucht mit irgendwie, was weiß ich, was man da alles braucht. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Dann hat sich hier beim PC nicht ganz so viel geändert. Hier oben ist die GoPro Hero Black 8. Mit der habe ich letztes Mal das Video aufgenommen. Aber damit man die jetzt auch mal sieht, dachte ich mir, ich nehme das Video mit meinem Handy auf. Als nächstes die Bildschirme. Da kriege ich den Namen sowieso nicht richtig hin. Das ist der Asus ROG 27 Zoll 165 Hertz. Da gibt es höchstwahrscheinlich nur einen WQHD. Und der Dell U25 18D 25 Zoll ist der. Wenn sich einer fragt, ob man einen Unterschied merkt zwischen Full HD und WQHD beim PC, auf jeden Fall merkt man da den Unterschied. Klar, das ist kein 4K, aber die meisten Grafikkarten kommen ganz gut klar, noch in WQHD vernünftige Frameraten zu haben, wenn man es spielt oder so. Was im 4K jetzt eher nicht so der Fall ist, da kommst du eher auf 60 Hertz. Hier mit WQHD komme ich noch auf 144 Hertz mit einer vernünftigen Grafikkarte. Dann weiter hier oben, das habe ich jetzt mal gar nicht gezeigt, das ist der Laptop. Das ist der Lenovo Yoga 730, müsste das sein. Den benutze ich eigentlich nicht mehr. Den hatte ich nur damals benutzt fürs Studium. Der liegt jetzt eigentlich immer unaufgeladen irgendwo rum. Dann, was haben wir als nächstes? Genau, eine Baustelle noch, das ist der Router. Das ist von Vodafone einfach ein Router und der macht total Probleme. Ich muss den irgendwie jeden Tag neu starten, wenn jemand da vielleicht fix kennt. Das Problem ist irgendwie, also Down und Upload ist okay, aber die der Package-Loss geht irgendwie total hoch von ein- und auskommenden Paketen. Und das kann ich irgendwie nur fixen, wenn ich ihn jeden Tag neu starte. Ganz komisch. Dann habe ich hier meine Philips Hue Bridge für meine Lampen. Kann ich mal kurz zeigen. Alexa, mach die Schreibtischlampe an. Gut, der Vorführeffekt hat diesmal geklappt. Alexa, mach die Schreibtischlampe aus. Dann die beiden Bildschirme hängen an einem Monitorarm, diesmal an zwei einzelnen, das habe ich letztes Mal ja schon gesagt. Weil, ich reiße ja alles ab sonst, weil ich das ein bisschen besser finde, weil man, wenn man einen Monitorarm hat mit zwei Armen, die dann an einem Ding dran sind, da kann man die nicht so gut positionieren. Besonders umso größer die werden, umso schwieriger wird das. Und dann habe ich mir zwei einzelne geholt, was natürlich auf jeden Fall teurer ist, aber was will man machen? Dann habe ich, machen wir weiter, hier ein Zeichenbrett, wenn ich jetzt irgendwie was aufnehme, wo ich was zeichnen muss. Das ist einfach von Wacom irgendwie so ein, ich glaube, das hat 50 Euro gekostet, also nichts großartig Besonderes. Die GoPro ist an so einem Kameraarm, der hat vielleicht 10 Euro gekostet auf Amazon. Dann die Maus ist auch gleich geblieben zum letzten Mal, das ist die G502 Lightspeed. Die ist relativ teuer. Ich glaube, die kostet eigentlich 130 Euro OVP. Ich weiß nicht, was ich dafür bezahlt habe. Ich glaube, ich habe 100 gezahlt. Was ich sagen muss, der Akku hält bestimmt 80 Stunden oder so. Das ist für eine Maus schon enorm viel. Das heißt, die Maus habe ich kaum geladen bis jetzt. Ich muss die jetzt, glaube ich, heute zum 8. Mal laden. Ich habe die über ein halbes Jahr oder so. Also das ist total krank. Dann die Tastatur. Die habe ich jetzt von den Namen falsch gesagt. Aber der steht da hier drauf. Nämlich die G513. Was bei der komisch ist, einerseits, dass das Handballending nicht fest dran gebaut ist. Für eine 100 Euro Tastatur ein bisschen komisch. Und das Blöde ist, die haben mir schon einen Schlitz gemacht für das Kabel vom Headset. Aber wie soll man wissen, erstmal, wo ist hier gerade der Schlitz? Und als ob man das immer direkt treffen würde. Dann habe ich das versucht, ein bisschen größer zu feilen. Aber das kannst du vergessen, außer man hat ein paar Stunden Zeit und keine Hobbys. Dann, also. Ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht diese Nöppel ein bisschen höher sind und das tiefer ist, dass auf jeden Fall überall ein Kabel darunter passen würde. Weil so würde das einfach wackeln. Also das ist irgendwie ganz wild. Und warum das locker ist, habe ich auch nicht ganz verstanden. Aber ich wollte auf jeden Fall eine Tastatur mit einer Lederhandballenablage, weil das schon ganz gemütlich ist. Dann das Headset. Das habe ich letztes Mal auch falsch gesagt. Oder ich wusste es nicht direkt, aber es steht auch hier drauf. Das ist das PC373D von Sennheiser. Kann ich jetzt eher bedingt empfehlen, also die Maus kann ich empfehlen, die Tastatur eigentlich auch, das Headset, das kostet glaube ich auch 100 Euro, aber da ist das Mikrofon echt nicht gut, also wenn man das Mikrofon für Videos aufnehmen nutzen will, könnt ihr es vergessen, für nur Teamspeak oder Discord geht das eigentlich, ist auch noch ein Kabel gebunden. Ich hatte mir eigentlich überlegt, Wireless-Headsets zu holen, aber da habe ich ein paar ausprobiert, die haben mich alle nicht überzeugt, weil ich da immer so ein Grundrauschen auch gehört habe.
Oder zum Beispiel bei dem Astro A50 oder wie das heißt, dieses ganz teure, da war das Mikrofon auch katastrophal. Gut, dann sollte das jetzt hier auf dem Schreibtisch alles gewesen sein, bis auf das Handy. Dass das OnePlus 7 Pro, das habe ich letztes Mal auch nicht gezeigt. Der ist jetzt ungefähr ein Jahr alt und dann hier unten beim PC hat sich gar nichts geändert. Also da kann ich nochmal in der Videobeschreibung auflisten, was da ungefähr drin ist. Das ist eine 2080 von, keine Ahnung, i7 8700K und 16 GB LED-RAM. Das kann ich nochmal zeigen, weil das natürlich wichtig ist. Nämlich, das ist ganz wichtig, dass das LED hat. Gut, dann zu allerletzt, wer sich noch fragt, warum da so ein riesen Kissen in der Ecke ist, das hat eigentlich damit zu tun, weil auf dem Balkon ist so eine Europalette, wo man drauf sitzen kann. Das Kissen gehört eigentlich dazu. Aber ich habe das jetzt zweckentfremdet, damit, ja, wenn das da ist, nimmt das ein bisschen Schall in der Ecke raus, um die Audioqualität nochmal ein bisschen zu verbessern. Ja, das war es jetzt eigentlich zum Update. Also, was ich jetzt gehört habe im letzten Video, ist halt, dass es ein bisschen mehr nach einem echten Zimmer aussieht. Neuer Mikrofonarm, ich weiß nicht, ich glaube, die Softbox war letztes Mal noch nicht da. Weil ohne die Softbox ist die Bildqualität echt minus. Ich kann das ja mal kurz zeigen. Aber ihr seht da, das flackert hier ziemlich, das sieht ziemlich dunkel aus. Obwohl es auf dem Handy gerade gar nicht so aussah. Und wenn ich jetzt die Softbox anmache, sieht das aus, als, also jetzt gerade ein bisschen sehr hell, dann würde ich das hier noch ein bisschen abstimmen, vielleicht noch ein bisschen abdunkeln wegen den Fenstern. Aber jetzt sieht das viel natürlicher aus oder zumindest sieht es nicht so aus, als wäre mein Zimmer total dunkel. Also dafür wäre eine Softbox halt zum Beispiel da. Ja, das war es dann jetzt mit der Roomtour und ich meine, wenn ihr zum Beispiel jetzt einen Tipp habt für den Unity Media oder Vodafone Router, könnt ihr gerne schreiben. Ansonsten ja, ist das jetzt das Setup so gesehen und jetzt aktuell habe ich auch Homeoffice und arbeite auch hier. Also mein Arbeitslaptop liegt da jetzt im Schrank. Den würde ich einfach mit so einem Dongle anschließen an die Maus, Headset und einen Bildschirm. Und ja, arbeite dann so gesehen auch hier. Ja gut, das war's dann für dieses Video. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was, haut rein, ciao.